Möchtest du hinterherklettern, Tom? Kommt drauf an, wie weit ich weg bin, ob ich sie nochmal stechen kann, bevor sie auch mir aus meiner Reichweite ist. Ja, könntest du jetzt sogar. Sie schreit weiter um Hilfe, Hilfe, rutscht dann allerdings ab, als sie sich dann an so einem Fensterladen hochzieht. Ist da wohl die Verletzung doch zu schwer. Und dann könntest du in ihrem Rücken angreifen und dir nochmal den Speer in Also, den Rücken rammen, wenn du ich möchtest. möchte im Grunde den Speer ihr an die Kehle halten und sagen: Hör auf, dich zu wehren, Drachenmagierin! Also, ich möchte sie im Grunde stellen, ohne sie jetzt Dann aktiv zu töten. würfel mal raufen. Ja. Auch wenn du da mit deinem Speer raufst. Ach komm, ich hab doch ein Chippy. Wofür hab ich die Scheiße Ich wollte denn? was sagen, Los. Dann kannst du mit deinem Speer, nicht mit der scharfen Spitzenseite, sondern mit dem Holzstab kannst du sie vom Fensterladen runterkicken und ziehst dir dann das Ganze weg, sodass sie dann auf dem Boden liegt und wie ein Käfer auf dem Rücken kannst du dann sich über ihr stellen, sodass sie dann da ja, im Staub liegt. Ömer zieht sein Dolch aus der Scheide und fängt an, die Kleidung von der abzuschneiden, sozusagen, dass man nicht erkennt, dass die jetzt gleich eine hesende Geweihte ist. Ragnar, was tust du? Nachdem ich erfolgreich meine Beute gegen den Bettler verteidigt habe und feststelle, dass meine ganze Rückendeckung abhaut, ist mir auch eigentlich scheißegal, was hier mit den ganzen Leuten auf diesem komischen Platz passiert, und ich renne auch den anderen Leuten hinterher. Ja, du kannst dann noch, während du hinterher rennst, erkennen, wie Ignar wohl eine der Perlen hochhält. Es gibt einen Lichtblitz. Junge, ist der Torgosch, dumm? ich hab die Perlen! Halt deine Schwein. Fresse, du dummer Spasti! Und während du von dem Platz wegrennst, kannst du das Geschrei eines Drachen hören, der jetzt gerade über den, ja, wo auch immer herkommt, von der priesterkaiserlichen Noralexa-Krale um die Ecke biegt und jetzt ein riesiger, gewaltiger Drache, der jetzt auf Ignar zuschreitet, der gerade noch die zweite Perle in der Hand hat, nochmal Torgosch hinterherruft. Ja, aber du hast deine beiden Perlen gesichert. Oh Mann. Torgosch schreit noch einmal: Drache! Wenn ich das höre, dann drehe ich mich um Sind und Schärfer, renne Schwert um dahin. Gehör. Scheiße. Und vielleicht nochmal erzählt schwer zu wegen der Entfernung? Schwerhörig, ein schwerhöriger Zwerg. Helm auf dem Kopf. Helm zählt mit dreifacher BE bei den Schärfenproben auf Hören. Das wird jetzt schwer. Ja, nur ist die dreifache B vom Helm halt meistens immer noch nichts. Ja, aber warum? Seine BE ist bestimmt mindestens 0,5 oder 0,6. Das heißt, da kommen ein oder zwei Punkte der Nummer. Ja, schwör das mal um Er wird einen Schaller haben, der hat 0,4. Möchtest du. Chippy hast du eben schon ausgegeben. Möchtest du ihn Du verbrennen? kriegst keinen. Ja, willst du den verbrennen, damit du diese Nein, Schelle. ich finde ihn Wenn du ihn nicht verbrennst, kannst du den Drachen sogar töten. Nee, danke. Dann Ey, ist eine würde ich dir Gefahr, oder? zugestehen, ich bin sehr fair heute. Ja, danke. Gut, dann stirbt Igna jetzt. Ja, das Life ist hart. Das war jetzt Es recht, oder? könnte euch nicht weniger kümmern. Okay. Dann steht ihr jetzt vor der räudigen Revetta, einer ja, ich zerschneide gerade die Robe, um die Sachen sozusagen ihr vom Leib zu reißen, um dann sozusagen mit der Robe wegzurennen. Ja, wie gesagt, eine räudige, zerschnittene Hesindegeweihte. Eigentlich ziemlich hübsch unter der Kleidung und Ömer hat jetzt gerade ihre Kleidung an verschiedenen Stellen zerschnitten. Hast du Schneider? Hast du, ne? Klar, habe ich. Soll ich mal würfeln? Würde mal Gut, dass schneiden. so geht. Vielleicht kriege ich das ja an den Perfekt, schnellen perfekt an den Nähten aufgeschnitten, sodass du einmal mit einem einzigen 8 Punkte Ruck, übrig. Zack, ja, zack, zack. mit einem einzigen Ruck ist sie komplett entkleidet, nur noch im Untergewand, die dann ihre Blöße verdeckt und von einer Hesindegeweihten ist nichts mehr zu sehen. Du konntest auch noch die Kette durchtrennen, die sie da irgendwie um sich hatte und kannst dann mit dem Diebesgut und der Hesinderobe weglaufen. Ich bin nur weg. Die Stadtwachen kommen und dann rennt immer weg. Sagt er Morgen so zum schon, Zwerg. Ragnar. Ein kleiner Trupp von Gardisten kommt auf euch zu. Hinter euch kamen auch noch welche, die kämpften jetzt allerdings gegen den Drachen, sodass ihr euch nur mit 4 Stadtgardisten unterhalten könntet. Ein Drache! Okay, jetzt kriege ich aber mit, dass da ein Drache ist, oder? Jetzt kriegst du das mit, ja. Die Wachen gucken so ein bisschen entgeistert auf diese nackte Frau, die vor Torgosch und Ragnar liegt. Die Drache ist nebensächlich, oder? Was hier los? Da ist ein Drache! Ragnar, die verteilt die Kugeln, ich muss los! Und dann renne ich. Ja, die Wachen laufen auch zum Drachen. Alles klar. Ja, dann nehme ich mein geschmiedetes Thorn-Eisinger Schwert und halte das der guten Frau unter die Kehle. So, gute Frau, du erzählst mir jetzt, woher du diese komischen Perlen her hast. Was? Ah, lass mich in Ruhe. Stech hier ins Ohr.
Was machst du? Ich steche ihr ins Ohr. Du stichst ihr ins Ohr? Ja. Sie schreit auf. Warum ins Ohr? Warum nicht? Ah! Hör zu, ich habe keine Zeit. Du erzählst mir sofort, woher du diese scheiß Perlen hast. Von Goldmund! Goldmund? Wer ist Goldmund? Goldmund-Quarzen. Er ist am Fuchsbau. Lass mich. Goldmund-Quarzen. Am Fuchsbau. Ja, okay. Ich nicke zu. Und geh weiter. Cool. Lass die Frau da liegen. Ja, sie rappelt sich kurz auf. Und du bemerkst dann, wie sie wohl schwer verletzt, wie sie ist, dann versucht, wieder hochzuklettern, um dann über einen Häuserlauf dann wegzukommen. Ich würde ihr versuchen, heimlich zu folgen. Heimlich zu folgen, okay. Ja. Dann einmal klettern und einmal sich verstecken. Ach, klettern, da wird's bei mir hapern. Togosch, vor dir ein riesiger Höhlendrache auf 6 Beinen, der gerade den kleinen Igner in seinem Maul hat und ihn gerade in 2 Teile zerbeißt. Formation! Und dann bin ich der Erste, der in die Bresche springt und den Drachen angreift frontal. Ja, mehrere Stadtwachen, die völlig entgeistert auf diesen Drachen schauen und schlotternd dann eher stehen bleiben. Oh, Igna ist ja komplett alleine gerade. Ja, ich greife den Drachen an. Ja, mach Sturmangriff, oder? Nö, ich möchte den Drachen eigentlich... im Grunde ist mein Ziel, dem ins Auge zu stechen. Wie viel ist das erschwert? Du hast ja die Drachenkunde, ne? Ja. Dann ist das, ich muss gerade mal nachsehen, ich glaube eine nur plus 6. Vor allem ist aber seine Parade auch um den gleichen Wert erleichtert, um dem Schlag und gezielten Schlägen auszuweichen. Nee, nicht um den gleichen Wert, das wird normal separat berechnet. Also, zumindest der gezielte Schuss im Fernkampf auf 4 Beine, auch wenn der Drache jetzt 6-beinig ist, um ein Sinnesorgan zu treffen, ist eine plus 16 im Fernkampf. Ich würde einfach mal eine plus 8 sagen, also die Hälfte. Ja, ich versuche ihm ins Auge zu stechen, damit er meinen Freund loslässt. Ja. Das sieht gelungen aus, dann kannst du einmal deinen Schaden verdreifachen. 33 in den Kopf. Ja. Beschreib die Szene. Ja, ich sehe, wie Igna vermutlich gerade zerteilt wird, das Blut von ihm herunterläuft. Todesmutig, ohne meinen Freund zu rächen, sprinte ich nach vorne an der entgeisterten Standwache vorbei, gehe einen Schritt nach unten und steche dann so stark ich kann mein Schwert volle Kanne dem Drachen in die Augen und hoffe, dass er auf der anderen Seite wieder rauskommt. Der Drache löst sich auf. Igna fällt zu Boden. Ah, sehr gut, Igna, sehr gut. Wie geht's dir? Ich habe ihn besiegt. Komm her, mein Bruder. Ah, mein Bauch. Bei deiner nächsten Drachenjagd müssen wir vorsichtiger sein. Ich habe ihn besiegt. Scheiße, wo sind die anderen hin? Komm, Igna. Komm. Wo ist denn mein Schlafsack? Verdammt, wo ist mein Schlafsack? Ich suche meinen Schlafsack. Ist der da noch? Bestimmt. Jo, ich heb meinen Schlafsack auf. Immer, du siehst die beiden Zwerge oder sind wir egal? Möchtest du einfach irgendwie... Ich möchte jetzt erstmal ganz gerne da weg, sozusagen. Ich will mich jetzt hier irgendwie lü und dann irgendwie wieder so da rein und ja, möglichst erstmal unauffällig hier weg, um zu gucken, dass ich jetzt hier die Robe in viele kleine Stücke schneide und immer so kleine Stückchen hier und da mal unauffällig verliere. Mhm. Dass die Robe wird auf keinen Fall wiedergefunden im Ganzen. Wir machen es kurz. Ihr könnt euch wieder sammeln, meinetwegen am vollen Humpen. Ragnar kann auf alle Fälle die räudige Revetta, bis zum Brignoplatz verfolgen, beziehungsweise sie verschwindet dann über eine geheime Hintertür im Fuchsbau. Da haben wir dann auch letztes Mal Jarlan und der Magier Iolaus und Abelmir dann auch ihre Ermittlungen abbrechen müssen. Und ihr habtet euch darauf geeinigt, dass ihr am Abend wiederkommt. Wie gesagt, ihr könnt dann die beiden Zwerge einsammeln. Und dann nach einiger Zeit, ich sag einfach mal so eine Stunde, trefft ihr allesamt in der Taverne voller Humpen wieder ein. Wollen uns im Hesinde-Tempel treffen? Es
geht jetzt einfach nur darum, dass ihr alle wieder zusammenfindet. Ja, wo treffen wir uns? Hier sind die Tempel? Hier sind der Tempel. Ich hätte gerne noch vorher einen Bettler oder so abgestellt, der mir sagt, wenn diese Frau da wieder rauskommt, soll er mir Bescheid geben. Er trifft mich im Pentagon-Tempel. Jo. Sehr gut. Ja, und dann ab zum Hesin-Tempel. Oh, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Man liegt dabei in Richtung Sojalan. Und hat diese Kette ist diese typische das Schlangenhalsband, was ich jetzt in der Hand habe, oder? Das Hesin-Geweihten-Abzeichen. Das ist eine ganz normale Hesin-Kette, ja. Also ein Schlangenhalsband. Ja. Reagiert eigentlich jetzt weg. Oder was meinst du? Was ist eine Hesin-Kette, frage ich so rum. So. Ja, Wie sieht das Ding aus, was ich in der Hand habe? Eine Kette mit Lederband und einem Schlangensymbol der Hesinne. Ja, dann guckt euch das an und man zeigt ihm diese Hesinde-Kette. Ist die von einem Hesinde geweihten? Die ist von der Frau, die im Umhang hier die Perlen fallen lässt. Habt ihr sie also gesehen? Wir haben sie so. Der Zwerg hat sie sogar gestellt mit seiner Waffe an der Brust, als ich sie zuletzt gesehen habe. Ich bin weggerannt mit ihrem Umhang und diesem Ding hier, dass sie sich nicht als falsche Hesinde-Geweihte ausgeben kann, weiter in die Stadtwachen verwirren kann. Oh, dann habt ihr sie also gefangen genommen. Der Zwerg müsste es gemacht haben, ja, Tokosch müsste es gemacht haben. Und reicht dann Jalan hier das Ding, das gehört bestimmt offiziell der Hesinde-Kirche, das will die bestimmt zurückhaben. Vermutlich. Ja, Tokosch, wo ist die Frau denn? Ja, also, ich hatte die Frau gerade gestellt, dann ist er von hinter uns auf einmal ein Drache aufgetaucht. Und natürlich, todesmutig, habe ich mich in den Kampf gegen den Drachen geworfen. Ich habe alles Ragnar überlassen. Ich habe ihn besiegt. Dann hast du die Frau einfach weglaufen lassen, um stattdessen mit der Illusion zu kämpfen. Ragnar war ja da. Die Frau war schwer verwundet. Und Ragnar, du hast die Frau also gefangen genommen? Nein, ich habe sie verfolgt. Ah, gut. Und ich habe einen Namen herausgefunden. Welchen? Den ich traurigerweise gerade vergessen habe. Vincian Quarzsand oder sowas. Irgendwas mit Quarzsand. Vincian Quarzsand, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe es verkackt. Nun, das sagt mir nichts. Aber er ist auf jeden Fall hier für die ganzen Sachen im Fuchsbau zuständig. Er hat der Frau den Auftrag gegeben. Fuchsbau, sagst du? Ja. Das Theater am Dingsplatz, am Brigloplatz. Am Brigloplatz, ja. Und sie ist durch einen Hintereingang dort hineingegangen. Oh ja, dort ist auch das Artefakt, das wussten wir schon längst. Dort scheint die Quelle der Zauberei zu sein. Gut, wir werden uns da umsehen müssen. Und zwar am besten zügig, bevor diese Frau da wirklich rein ist, bevor sie aufräumen können. Naja, auf jeden Fall muss sie sich erstmal Kleidung suchen. Gut, wir werden unseren Auftraggeber über unsere Pläne informieren, damit er uns notfalls die Stadtwache vom Hals hält. Und dann geht's los. Oh, und solltet ihr noch einmal eine solche Perle finden, fasst sie nicht an, sondern versucht sie mit einem Stock in eine Tasche zu stecken. Das sollte es nicht auslösen. Werter Zwerg, wenn ihr zurückgerannt seid und da irgendwo der Drache war bei den Perlen, habt ihr die anderen Perlen alle eingesammelt? Ich weiß keine Ahnung, wo die Perlen sind. Wir hatten dann andere Probleme. Der Drache. Aber die hat doch mindestens 4 oder 5 Perlen verloren. Ich dachte, ihr hättet die aufgehoben. Die Stadtwache wird das schon richten. Wenn wir das Artefakt zerschlagen, dass das alles auslöst, werden die Perlen nicht mehr wichtig sein. Ich hab die im Schlafsack. Ich sollte die doch auffangen, oder nicht? Hier. So, oh, sehr gut. Ja, fass sie nicht an. Ah, super, super. Der Drachentöter hat auch gleich die Perlen eingesammelt. Das ist mal hier, ne, Einsatz. Man nickt dem Inkner zu. Wieso brauchst du die immer? Ja, die müssen doch gesammelt werden. Das sind doch Teile von bösen Artefakten. Böse Artefakte werden doch, glaube ich, in der Hesinde-Kirche irgendwie gesammelt oder so. Und weggeschlossen oder so. Vor allem wollte Magister Iolaus doch eine, die nicht angefasst wurde, zum ihr wisst schon, untersuchen haben. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Stück. Nun, das hätte es auch einiges einfacher gemacht, weil jetzt, da wir die Quelle gefunden haben, wird das nicht mehr nötig sein. Doch, ihr solltet sie noch gut verwahren, denn solange das Artefakt existiert, wirkt der Zauber natürlich noch. Gut. Na gut, dann machen wir mal Meldung. Und schleife ich die anderen über den Platz? Sollten wir nicht die Perlen abgeben, wenn wir schon hier im Tempel sind? Wohnt hier die Wache? Das sieht aus wie ein ganz normales Haus. Die Wache hier ist komisch. Ich verstehe das auch nicht immer. Wartet einfach ab. Okay.
Gehe zum Hause und klopfe an. Ein Magier in grauer Robe öffnet die Tür, komplett verschleiert, nickt euch zu, macht die Tür auf, sodass ihr reintreten könnt. Herrschaften, eintreten. Das ist hier wohl nicht die Standardwache? Nein. Sagt immer klar. Ja, aber dubios aus hier. Und wo führst du uns hier hin? Ragnar. Zu Angenbruch. Geh endlich. Sollte ich den kennen? Ja, solltest du. Okay. Wer ist dieser Angenbruch, Ragnar? Keine Ahnung. Alles klar. Lügt Ragnar. Ja, greif ihn mal. Ja. Und die anderen sind auch dabei. Ragnar. Hauptmann? Ja. Bericht. Einen schönen guten Abend. Wie Meister Iolaus hier herausfinden konnte, liegt die Quelle, das der eigentliche Phantasmalogikon, genau? Ja, genau. Über den diese kleinen Perlen wohl verzaubert werden, auf dem Dach oder im oberen Stockwerk des Theaters Fuchsbau. Ebenso konnte Ragnar hier unter heldenhaften Einsatz die vermeintliche irrsinnige Weite, die diese Kugeln in der Stadt verteilt, beobachten, wie sie ebenfalls dort Unterschlupf suchte, nachdem sie aufgeflogen ist. Wir wollen uns so schnell wie möglich dort hineinbegeben und das eigentliche Artefakt entweder bergen oder zerschlagen, bevor sie es fortschaffen kann. Ich habe meine Zeit natürlich auch genutzt, um etwas zu recherchieren. Ich habe mit Rakala von Horsenrabenmund gesprochen, die Erzmager der Akademie der magischen Rüstung. Eine Vorgesetzte von Eldan Gorvas. Und sie hat noch einige Informationen über das Phantasmalogikon. Es soll wohl laut ihren Informationen eine bauchige Holzurne sein, von etwa 1,5 Schritt Höhe, Schritt Durchmesser. Ziemlich groß also. Auf der Außenseite mit Mond und Artefakt Silber beschlagen. Das muss also das Requisit sein, das ihr sucht. Oh, wahrlich interessant. Ich hole mein Tagebuch hervor und trage das ein. Dann werden wir danach Ausschau halten. Wünscht ihr das Objekt gesichert oder vernichtet? Wenn ihr könnt, dann bringt es gesichert wieder zunächst in den Pentagon-Tempel, nicht hierher. Verstanden. Wenn es dabei vernichtet wird und ihr nicht anders könnt, dann ist es so. Gut, ich hoffe, eventuelle Reibereien, die sich durch unsere Untersuchung ergeben, da werdet ihr die Hand drauf haben. Selbstverständlich. Gut, dann brechen wir alsbald auf. Ich habe allerdings gehört, dass das Theater Fuchsbau ist wohl geschlossen. Die Vorstellung für heute Abend ist abgesagt. Erneut. Nun zum Glück kennt Ragnar hier wohl einen Hintereingang. Der Fetz wird einen Spult schon die Türen öffnen. Im Namen des Guten. Im Namen des Guten. Im Namen des Guten. Und dann? Abmarschbereitschaft herstellen. Ja. Kann ich nochmal kurz vorher austreten gehen? Das kannst du draußen tun. Ja. Und so verschwindet immer hier irgendwo zwischen zwei Häuser irgendwo und pinkelt mal und zufälligerweise trinkt er noch heimlich einen Heiltrank aus seinem Rucksack. Wie viel Qualität hat er? C auf jeden Fall. Mal nachgucken, wie viel das heilt. C sind 2W6 plus 4. Ich glaube sogar 5. Nee, 4. Bin mir nicht sicher. Der andere 3W6 plus 6 ist der D. Und C sind 2W plus 4. 2W plus 4, ja. Währenddessen werde ich mir kurz die Zeit nehmen und die etwas unbequemeren Rüstungsteile anlegen. 12 eh dabei, dann bin ich auf 25 rauf. Gut. Zwar nicht komplett voll, aber gestärkt. Ömer trägt einen Heiltrank. Jarland zieht seine Rüstung an? Tatsächlich nicht. Irgendwie, wenn wir da jetzt ins zweite Stockwerk wollen und keine Ahnung, ob wir aus dem Fenster springen müssen, ich belasse es beim Kettenhemd. Gut. Sonst irgendwas? Wie gesagt, Kettenhemd, Helm, Unterzeug, das Übliche. Iolaus, möchtest du dich rüsten? Irgendwas Besonderes? Nee. Nun, ja, ich rüste mich auch. Eine Tuchrüstung an. Und benötigt noch jemand ärztliche Versorgung? Bevor wir aufbrechen? Ich denke nicht. Mir zwickt die Schulter noch ein wenig, aber ich glaube nicht, dass ihr euch das
ansehen. Also wenn sie sofort wirkt, dann würde ich diese Hilfe gerne in Anspruch nehmen. Nun, ich kann natürlich gebrochene Knochen richten oder Wunden verbinden. Also ihr beherrscht den Balsam Salabunde nicht? Aber natürlich, aber den bewahre ich mir lieber für Notfall auf. Alles klar. Dann geht Ragnar nochmal zum Taverne der Herberge der gütigen Travia und holt da sein meisterliches Kettenhemd hervor, das er dann auch sogleich anzieht. Meisterliches Kettenhemd. Irgendwelche ja. Stabzauber von Iolaos, sonst ist er leer. Nein, ich habe keine zum Anfang. Gut, keine Stabzauber. Torgosch. Ich überlege kurz, ob ich jetzt da mit meinem Speer kämpfe und dann überlege ich mir, ja, mache ich. Also im Grunde habe ich kurz meine Axt angefasst, dann den Kopf geschüttelt und mich dann doch für Speer entschieden. Gut, dann wir machen das also am besten so. Ragnar Ilmar, warum seht ihr euch nicht erst einmal relativ unauffällig an, ob man da reinkommt oder ob die Tür verschlossen ist? Wenn die Tür verschlossen ist, dann brechen wir sie auf, gehen rein und halten jeden in Schach, den wir sehen. Gut, gut. Bis dahin versucht, ob ihr das unauffällig machen könnt, am besten die Urne irgendwie hinausschmuggeln und etwas aus dem Fenster werfen. Wir werden offen, wir werden die Dinge, die man gut sich anschauen kann, anschauen, damit ihr dann gut entscheiden könnt, was wir vorgehen insgesamt. Das wird das Beste sein. Gut, der Rest, wir halten hier draußen Aufstellung. Ja. Und dann nehmen wir so eine Gasse weiter, sagen wir mal hier, Position ein, dass man halt schnell rum kann im Notfall. Okay. Also ich meine, wegen stellt sich einer hier an die Ecke, wer hat gut sich verstecken oder so. Egal. Und dann lassen wir die beiden erstmal ihren Job machen. Ja, das Gebäude, wie gesagt, vor einiger Zeit erst errichtet auf den Ruinen eines niedergebrannten Stadthauses. Mittlerweile, ja, ein zweigeschossiges Gebäude. Der Turm hingegen ist 6 Stock hoch, also sehr viel größer. Die Fassade, ja, weiß getüncht und der Turm mittlerweile schwarz. Den anderen gestehe ich auch nochmal eine entweder Steinkunde zu oder Baukunst, die noch nicht gewürfelt haben, wenn sie möchten. Ihr macht davon keine Ahnung. Grobschmied passt nicht, oder? Grobschmied lasse ich nicht zu. Dann habe ich auch keine Ahnung. Ja, von Ito. Außen ansonsten relativ schlicht. Gibt noch ein paar, muss gerade mal schauen. Füchsische Symbole. Zinken. Fex zugetan, nicht wehrhaft, bewohnt. Okay. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie man diesen Zinken trauen sollte zu diesem Zeitpunkt. Und ich würde zusammen mit Ömer da zu diesem Geheimgang schleichen. Wo ich dann auch den Bettler, der da wahrscheinlich immer noch irgendwo sitzt, abwinke, dass er ja quasi jetzt von seiner Aufgabe entbunden ist. Er sagt, dass sie nicht wieder rausgekommen ist und wohl immer noch dort drin sein muss. Und das hat er sie nicht gesehen. Ja, vielleicht ist sie auch irgendwie durch irgendeinen anderen Ausgang rausgegangen, aber das werden wir jetzt herausfinden. Und den Worten würde ich zu diesem, ja, du hattest es als Geheimgang beschrieben, Geheimgang zu hinschleichen. Und ja, erstmal versuchen die Tür zu öffnen, falls das eine Tür ist oder was auch immer das da ist. Geschlossen, verschlossen. Ja. Schaut mal die Wände hoch, wie gut die wohl zu erklettern sind und ob es irgendwo weiter oben einen Einstieg gibt, den man so als typischer Einbrecher vielleicht nutzen könnte. Ja, also ist es schwer zu erklettern. Wenn du hochklettern möchtest, würde ich dir eine Klettern plus 7 abfragen, weil es eben ja einfach nach oben geht. Aber da könntest du dann auch ein Fenster vorfinden, wenn du möchtest. Wollen wir oben rum rein. Und immer zeigt auch das Fenster kurz da oben im x-ten Stock. Ragnar deutet auf sein Kettenhemd und meint, ich komme da glaube ich nicht hoch. Gut, dann mach die Tür auf, hast du die Tür. Nein. Ulmer kramt in seinem Rucksack und gibt ihm einen Satz Dietriche. Ja, wunderbar. Dann versuche ich die Tür so leise wie möglich aufzuschließen.
Ja, das wird eine Schlösserknackenprobe entscheiden, wie laut oder wie leise das ist. Ja, fast so, als würde ich eine normale Haustür aufschließen. Klackt es 2-3 Mal und die Tür ist offen. Es klackt nicht, nein. Sie ist einfach offen. Achso, okay, ja. Das finde ich gut. Noch besser. Ja, ich drehe einfach quasi an dieser Dietriche einmal komplett rum und die Tür ist offen. Ja. Immer nicht die anerkennen zu, sagt aber jetzt nichts. Mhm. Ja, und dann würde ich die Tür leise und hoffentlich nicht quietschend aufmachen. Und da quasi reingucken mit meinem Kopf. Ja, du stehst wohl in den hinteren Teilen des Theaters. Ja, hier wo ein zweiter Ausgang ist, Bühnenraum, irgendwo dahinter musst du dich befinden. Du kannst eine Schreibstube erkennen, also mehrere Schreibtische, die hier herumstehen mit Verwaltungsarbeit, noch ein paar Regale und ja, zwei Türen, die von hier abführen. Eine Tür, die ja, zu den Privatgemächern führt und eine, die dann in den Kostümfundus führt. Mit dem kleinen. Aber es gibt keine Treppe, irgendwie, die nach oben führt oder so? Von hier aus nicht, ne. Ja, dann würde ich da so leise wie möglich hineinschleichen. Mit klopfendem Herzen, wie man es aus manchen Einbrüchen schon kennt. Man macht dann die Tür wieder zu, schließt aber natürlich nicht ab, falls unsere Freunde nachkommen wollen. Und schleicht Ragnar hinterher. Und ich würde ganz gerne mal bei den Privatgemächern durchs Schlüsselloch gucken, falls das möglich ist. Das ist natürlich möglich. Sinnchef, sich das Schwert um 10, um durch ein Schlüsselloch durchzugucken, wenn es auf deiner Seite dunkel ist.